Der Kollege Stephan Protschka, AfD. Dankeschön, Herr Präsident. Aus meiner kleinen Anfrage von mir im Mai mit der Drucksache 192214 zur völkerrechtlichen Frage der Sudetendeutschen geht hervor, dass sie sich nicht mit der völkerrechtlichen Aufarbeitung der deutsch-tschechischen Geschichte auseinandersetzen wollen. Bezogen auf die Beneš-Dekrete schreiben sie wörtlich, beide Seiten, also deutsche und tschechische Seite, stimmen darin überein, dass das begangene Unrecht der Vergangenheit angehört und werden daher ihre Beziehungen auf die Zukunft ausrichten. In anderen Worten, das Unrecht der Vergangenheit interessiert uns nicht. Nun hat aber der Innenminister Herr Seehofer am Tag der Heimat in Berlin die Beneš-Dekrete als Unrechtsdekrete bezeichnet und bekräftigt, dass diese nicht zur Wertegemeinschaft der Europäischen Union gehören. Jetzt meine Frage, ist das nur eine populistische Einzelmeinung von Herrn Seehofer, da die Bayernwahl im Blick hat, oder ist es eine 180-Grad-Wende der Ausrichtung der Regierung? Dankeschön. Wer antwortet? Bitte sehr, Herr Parlamentarischer Staatssekretär. Sehr geehrter Herr Kollege, ich kann mir das gerne noch mal ausführlich und in Ruhe anschauen. Ich sehe allerdings zwischen dem, was Sie aus der kleinen Anfrage, aus der Antwort zitiert haben, und den zitierten Aussagen von Minister Seehofer keinen Widerspruch. Dann stellt die nächste Frage der Kollege Dr. Christian Jung, FDP.